Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Pioneers Map. Ja, beim letzten Mal hat der KSM-100 ja nicht so gut performt bei der Aussaat von der Sonnenblumen. Da hat er nämlich mit der Sämaschine richtig viele Lücken gelassen. Wollen wir ihm heute nochmal eine Chance geben? Ich habe da gleich mal noch mehr Equipment dran geschleppt, dass wir die Ballen, die wir hier machen, die Heuballen, auch gleich hier wegbekommen. Genau, weil die Wiese, die sie mäht. Das Heu wurde gewendet. Das werden wir jetzt schwaden, pressen und abfahren. So war der Plan. Mal gucken, ob das klappt. So. Dann starten wir mal den Apparatismus hier. Warte mal. Okay, ausklappen. Wenn wir nicht am Baum stehen, wäre auf jeden Fall von Vorteil. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir erstmal eine Runde außen rum fahren? Oder wollen wir gleich loslegen? Dann könnten wir den komischen Randgras, sofern es denn vorhanden ist, hier gleich noch mit entfernen. Das ist, glaube ich, vielleicht ja nicht so verkehrt, oder? Aber ich sehe gerade, hier sind überall Bäume. Eieiei. Nee, warte mal, ich will hier in Startposition, aber vernünftig, wenn es geht. Ja, so sieht schon besser aus. Jawoll. So. Na, haben wir hier was liegen lassen? Na klar, haben wir hier was liegen lassen. So, dann werden wir noch mal ein bisschen weiter ausholen hier, dass wir wirklich alles wegbekommen. Oh, der Gras fummelt ja nicht mit weg. Das ist natürlich schade. Okay, aber der KSM-100 und die Presse, die vertragen sich. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Johnny, dass wir den auch endlich mal hier bewegt bekommen. Ja, mit diesen ja, goldenen Felgen, da bin ich mir immer noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob das die richtige Wahl war, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Sind wir auf Arbeitsstellung? Ja, kann gut sein. Pass auf, wir gehen in den Follow-Me-Modus. Der soll mal ruhig 2 Meter daneben fahren und dann ein bisschen ranrücken. Kriegen wir das hin hier? Also, dass er nicht direkt über die Ballen fährt, oder? Jetzt müsste natürlich das erste erstmal rauskommen, um zu sehen, ob es überhaupt klappt, aber... Sieht er erstmal ja nicht so verkehrt aus. Okay, krass, da lag sehr viel Heu gerade. Also fernab vom Feld, meine ich. So. Na dann, warte mal, der erste. Oh, der erste fällt gleich raus. Dann hoffe ich ja mal, dass der das schön aufnimmt hier. Jawohl. Ehre. Na dann los. Dann können wir hier endlich mal vorankommen. Dann machen wir mal schnell das Heu weg. Das geht doch alles direkt in die Futterproduktion von den Kühen, würde ich sagen, dass wir da Mischration anrühren können mit. Und ja, ich würde mal gucken, je nachdem, wie weit wir kommen heute zeitlich, dann würde ich vielleicht nochmal die 2. Rösterei in Angriff nehmen, endlich mal, oder? Was haltet ihr davon? Oh, warte mal, jetzt müssen wir hier wahnwitzig durch die Bäume drehen. Da, ihr habt Kontakt. Okay, hat gehalten, alles gut. So. Dann machen wir nämlich hier vorne auch das Vorwände immer schön und dann ist das supi. Oh, okay, hier lag wieder viel Heu. Ja, krass, liegt der generell so viel am Rand? Warum ist denn das so? Hat der da so viel rausgeworfen, ja? Krass, ja, anscheinend ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt fährt der uns hinten übelst dicht auf, dass wir hier nicht vernünftig umdrehen können, ne? Apropos, die Bäume hier kommen auch alle weg. Dann werden wir den Harvester irgendwann mal scharf machen und dann geht's ab nach dem Wald drin rein. Dann wird hier wieder ordentlich rumgeförstert. Ja, ja. So. Alle hopp. Dann nehmen wir hier neu in Position. Jetzt hat er das Gras doch eingefummelt. Ja. So, ach stimmt, da steigen wir auf der rechten Seite aus.
Und dann mit dem Kollegen hinterher. Und dann kann der hier wieder mit Follow Me einfach folgen. So. Jawohl. Und Action. So, jetzt dürfte aber nicht mehr im Weg sein hier, oder? Großartig. Ist ja locker laufen. So, gut. Ich hab den mal ein bisschen leiser gemacht, den KSM 100. Also generell den Fahrzeugmotor-Sound ein bisschen runtergedreht. Weil ich habe keinen Bock, dass die mir hier ständig in die Ohren schreien und ich dagegen anschreien muss. Deswegen, ne? Machen wir das ein bisschen entspannter heute. Akustisch, von den Fahrzeugen her. Und dann läuft das. Ihr könnt mir fast vorstellen, dass wir den Ballen-Autoload-Anhänger voll bekommen. Also wir haben noch einen beim Kuhstall stehen. Schlimm wäre jetzt nicht. Falls eh noch voll wäre, dann könnten wir noch einen anderen nachholen. So. So, wenn wir jetzt den Gras da reinfummeln, wird dann das mit verwurstet oder schmiert er das nur beiseite? Sind aber harte Lenkwinkel, die wir hier anfahren. Okay, okay, okay. Der Follow-Me-Fahrer hat ja damit jetzt keinen Stress, oder? Nee, überhaupt nicht. Geil, gar nicht. Oh, die Bäume. Ja, die kommen weg. Da haben wir wieder Holz. Und apropos Holz, ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen was aufforsten. An der Stelle, wo wir die Rösterei bauen. Da ist ja noch Grünfläche. Also entweder kommen da irgendwo noch Fichten hin, das wird jetzt immer regelmäßig abforsten, oder da kommen normale Bäume hin. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber da würde ich gerne noch die Lücken ein bisschen füllen. Okay, ja, das sieht ja wie Brot backen hier, ist immer voll geil. Guck dich das an. Aha, ich habe die falsche Taste gedrückt, deshalb, ach, naja, ist egal. Aber wenn wir jetzt hier die Wiese fertig haben, das Heu ist runter, dann würde ich hier noch immer mit dem Dünger drüber. Oder mit die Walzen, weiß ich noch nicht so genau. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, da liegt Heu. Ach komm, wir lassen es liegen. Klingt komisch, ist aber so. So. Was sagt denn der Anhänger? Wie viel ist denn da noch Luft? Na, Dolle ist nicht mehr, ne? Der ist gleich voll. Krass. Wenn wir sehen, spätestens wenn er was liegen lässt, dann ist hier Feierabend. Och, da hinten eine Lageumruf. Und ich glaube, na, ganz hinten, da packt er auch noch was drauf, denn, oder? Da ist ja auch noch ein bisschen etwas Platz zum Verladen. Also ein paar Ballen gehen noch. Okay. Vielleicht wird es auch eine Punktlandung. Mal sehen. In der Presse selber haben wir auch noch Ballen, die können wir mitnehmen. Ah, wobei, nee, warte mal, wenn wir die Presse zusammenklappen, dann können wir das nicht mitnehmen. Ja. Okay, aber wir fahren ja noch dreimal hin und her und dann sollte das eigentlich alles verwurstet sein, ja? Nicht vor, nein, nicht vor dir herschieben, komm schon. Lenk mal ein bisschen, mach mal was. Oh. So. Hast du jetzt wenigstens alles an Bord hier, Kollege? Oder? Ja, sieht erstmal ja nicht schlecht aus. 1, 2, 3, 4 Stück passen noch. Also wir kriegen nicht alles weg mit dem Anhänger hier. Das glaube ich nicht. Sind ja alleine schon zwei hier auf der Rutsche und was hier liegt, sind noch mehr wie zwei Ballen, also auf jeden Fall mehr wie vier. Aber hey. So.
Dann fahren wir einfach mal ganz frech hier drüben weiter. Jetzt weiß ich allerdings nicht, den anderen Ballenwagen, den wir beim Kuhstall haben. Warte mal, ist ja egal. Doch, den können wir holen, weil der New Holland steht noch beim Kuhstall, dass wir mit ihm nämlich anschließend die Ballenpresse mitnehmen können zum Schafstall. Ja, geil. Wenn ich dann komme, mit dem New Holland einfach her, weil ich glaube, der ist jetzt voll, ne? Wenn wir jetzt noch hier weiter mit den Ballen machen, dann wird nichts mehr aufgeladen. Ne, ist voll, okay. Dann lassen wir den jetzt aber auch nicht weiter hinterherfahren. Sondern dann kann er hier schon mal in Warteposition zum Wegbringen. So. Du, mein Freund, komm mal mit. Hier am Kuhstall, da steht doch auch noch ein Autoload-Ballenanhänger. Dann nehmen wir den noch mit. Wir könnten auch natürlich mit dem großen Trailer fahren. Aber wir haben ja richtige Technik dafür. So, der Apparat. Jetzt wäre natürlich cool, wenn der eine Anhängerkupplung hätte. Ich weiß nicht, ob der eine hat. So, zeig mal her. Hat er nicht. Jut, hat er nicht. Ich glaube, der andere auch nicht. Dann passt es ja. Okay, dann lassen wir den auch noch ein bisschen hin und her fahren. Oder wir machen mit dem KSM-100 schnell alleine fertig und fahren dann die Ballen ab. Dann können wir aber alles zusammen geschlossen mit Follow Me zum Kuhstall fahren lassen. Ist eigentlich sehr praktisch. Machen wir wieder so eine schöne Transportkarawane. Und dann ist die Sache abgefrühstückt. Da bräuchten wir nur noch einen Traktor bei der Wiese, wo wir dann gleich die Walzen losschicken. Dass das alles vernünftig verarbeitet werden kann. Und dann wären wir mit der Aussaat komplett durch. Würde ich sagen, oder? So, hier ist noch ein bisschen Heu. Dann würde ich jetzt einfach hingehen und weiterpressen. Und dann packen wir das Ding zusammen. Und dann war das hier eine relativ schnelle Heunummer. Sehr, sehr cool. Ja, also mit der Sämaschine, da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, was wir denn da als Alternative nehmen, weil der KSM-100 soll die eigentlich schon ziehen. Aber wenn der damit rumbockt, dann finde ich das halt nicht gut. Ah, wobei ich glaube, das liegt noch nicht mal wirklich am KSM-100 selber, weil der Messi Ferguson hatte ja dann nachher auch Probleme gehabt damit. Also kann ich noch nicht so richtig einschätzen, warum, wieso, weshalb. Wenn wir uns zu weit weg bewegen, dann machen die Sämaschinen halt Blödsinn. Und kann auch sein, dass es doch an den Sämaschinen generell liegt. Nicht an den Traktoren davor, sondern an der Sämaschine. Ja. Na, mal sehen. Vielleicht ist ja die Horsch Pronto doch das entscheidendere Fahrzeug. Schauen wir mal. So, schmeiß mal raus, was du noch bei hast. Die Bienen noch. Dann wird hier zusammengepackt. Dauert aber lange, ne? Lässt sich ganz schön bitten, die Presse hier. Zack, zack. So. Okay. Dann wäre die Sache erledigt. Wie gesagt, wir brauchen hier noch einen Traktor, der die Walzen sieht. Der hat hier auch keinen. Hat der? Hat er nicht. Ne, hier ist auch keine Kupplung dran. Gut, dann nicht. Sonst hätte ich gesagt, machen wir mit den John Deere hier die Walzgeschichte gleich fertig. Aber ja, notfalls können wir das doch später mal machen. Dann würde ich den jetzt aber hier hinterher fahren lassen mit Follow Me. Schon mal in Startposition bringen. Er darf dann auch wieder auf 0 Meter zurück. Genau. Und dann sammeln wir mit ihm hier noch die restlichen ein. Sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so.
Okay. 7 sind es. Na okay. Ist aber trotzdem ordentlich. Na, da werden wir wieder eine ganze Ecke mitkommen bei der Futterproduktion auf jeden Fall. So, und der darf den John Deere folgen. Von mir aus auch 15 Meter. So, und Abmarsch. Dann haben wir die Karawane fertig. Und ab zum Kuhstall. Ich sage euch jetzt ehrlich, ich finde die Wiese mit dem Wald dahinter eigentlich voll schön. Eigentlich fast schade, wenn wir jetzt die Bäume fällen, dass das dann weg ist. Weil optisch macht das schon was her, sag ich ganz ehrlich. So. Ich glaube, das ist auch der direkteste Weg hier zum Kuhstall, oder? Hier hinten über diese Brücke. Das hätten wir mal viel, viel früher bauen sollen hier alles. Aber wir hatten anfangs das Land, glaube ich, noch gar nicht. So. Und guck mal hier, das meine ich. Ja, warte mal, war die andere Brücke. Ja, da hinten, mal sehen. Die Rösterei, da bin ich mir noch... Theoretisch könnten wir sogar zwei Röstereien noch platzieren und die versorgen. Die würden wir sehr bewirtschaften können, problemlos. Weil die Gewächshäuser, die haben so viel rohe Kaffeebohnen als Output. Da kannst du richtig was mit anfangen. Und wir haben einfach mal 4 davon. Ein Gewächshaus ist nie irgendwie mal bedürftig zum Nachfüllen. Also da brauchst du niemals Flüssigdünger oder Wasser nachfüllen, weil sind alle auf Verteilen gestellt. Und der Bedarf ist gar nicht da, dass da das Lager mal geleert wird. Deswegen ist da immer voll. Total verrückt ist das. So, sind ja alle am Start? Ja. Okay. Dann würde ich da mal hier den Follow-Me-Betrieb einstellen wollen. Auch den dahinter sagen, dass er anhalten kann. Und wie gesagt, den Anhänger lassen wir hier. Dafür nehmen wir dann bei dem New Holland die New Holland Presse mit. Und jetzt will ich mal gucken, ob das klappt mit der Entladegeschichte hier. Dafür haben wir extra den Trampelpfad hier hinter gebaut. Raus damit. Jawohl. Alle weg? Ja, sind alle weg. Genau, hier steht ein Baum, ne? Super. Aber ist okay, kommen wir dran vorbei. So, dann nehmen wir nämlich genau das, so wie das ist, mit zum Schafstall. Der Anhänger ist nämlich von da. Der John Deere ist auch von da. Okay. Jetzt du, mein Freund, genau das gleiche. Ah, hier ist die Achse breiter. Mal gucken, wie wir hier mit lang kommen. Aber eigentlich sollte das wenig Probleme. Dann fahren wir halt dichter an dem Ding hier vorbei. So. Was ist das denn? Okay. Das ist ja alle. In alle Richtung kipp- und drehbar. Verrückt. Ja, passt schon. Vielleicht müssten die beiden Bäume da mal weg. Dann wäre das, glaube ich, besser zum Befahren. Aber das geht schon. Ah, halt, warte mal. Der Anhänger, der muss da hinten im Unterstand. Dann tausche ich mit dem K700 noch. Dann kommt die Presse hier ran. Und dann haben wir alles wieder so, wie sich das gehört. Oh ja. So, kommen wir mit die breiten Achsen hinten durchgefahren. Wenn ja, dann aber wirklich gerade so. Ja, passt. Okay. Anhänger weg. Und dann haben wir bei der Heuernte schon mal einen Haken hinter. Sehr, sehr schön. Müssen wir noch abkuppeln.
Und ihr könnt ja wetten, dass der Trailer für die Paletten schon wieder ordentlich ein Stück nach hinten gewandert ist. Na klar, der reckt seinen Hintern hier schon wieder raus. Sag mal, dann ziehen wir den nochmal nach vorne. Wenn wir hier nirgendwo gegenfahren, natürlich. Was mich noch interessiert, ob wir an der anderen Seemaschine die gleichen Räder dran haben. Nicht, dass die Räder das Problem sind. Das kann natürlich auch sein. Weil die andere Ausfahrt hat gar keine Probleme gemacht. Wenn wir mal schauen. Pass auf, ich zeige euch, was ich meine. Hier sind ja diese dicken, fetten Reifen drauf. Die Nokian-Reifen. Okay, die haben wir hier auch drauf. Gut, dann ist es egal. Weil die Seemaschine hat keinen Stress gemacht. Gut, dann ist die Überlegung schon wieder hinfällig. Dann brauchen wir da nichts ändern. Dann hat es andere Gründe. So. Kommt hier die Presse ran. Und dann ist Abfahrt weggeparkt und gut ist. Aber dann dürfte das Schleppdach beim Schafstall auch relativ voll sein. Dann ist da wirklich nicht mehr viel Platz. So, wie viel Heu ist denn nur hier drin? Zeig mal her. 280, das ist okay. Da kann ich mit arbeiten. Wo ist denn das Ding da? Gut. So, den K700 müssen wir noch wegparken. Dann ist hier alles wieder an Ort und Stelle. Fahr doch mal da hinterher. Genau. Und Abfahrt. Ich finde den Johnny toll. Mag den. Der ist voll hübsch. Kommt der da hinterher? Ich hoffe doch mal ganz stark. Achso, ich habe die Felder fertig gemacht. Ne? Gras ist angesät, ist gewalzt. Sonnenblumen sind angesät, ist auch gewalzt. Das ist alles tippitoppi. Wir sind mit der Aussaat komplett fertig. Wir müssen dann, wie gesagt, die Wiese noch walzen und dann sind wir mit dem Frühjahrspensum eigentlich durch, bis die erste Ernte ansteht. Theoretisch. Müssen wir mal gucken. So, ich fahre einfach mal Vollgas weiter. Mal gucken, ob der Follow Me da einfach hinterherkommt. Und ich habe hier mal versucht, den Weg anzugleichen. Guck mal, ist eine ganz schöne Buckelpiste geworden. Also die Bandscheibe sagt, das ist nicht so toll. Habe ich mir aber schon fast gedacht, dass er ein paar Probleme machen könnte. Lassen wir es einfach mal so und dann ist das gut. Ja. So, aber warte mal, hier sind ja keine Bäume gewachsen von den Kleen, die ich schon angesät hatte, oder? Nee. Hier ist alles noch jungfräulich. Naja, gut, dann ist es so. Warte mal. Jetzt muss ich mal auf die Mappe gucken. Das war eigentlich gerade richtig dumm, dass wir hier unten lang gefahren sind, oder? Na klar. Hä, der Weg hier lang wäre dafür kürzer gewesen. Hier so, miep. Da raus, hier rüber und dann hierher. Jetzt sind wir hier. Miep, miep, miep. Naja. Ja. Gut. Die Wege sind noch neu. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Vor allem bin ich echt gespannt, wie es aussieht, weil hier links und rechts vom Weg sind auch überall Bäume. Wie das nachher aussieht, wenn die alle erwachsen sind. Nicht, dass sie zu dicht am Weg stehen und so. Das müssen wir alles noch ausprobieren und gucken. Da kommt er den Berg hochgeschrien, der Kleine. So. Gut, den Anhänger, den hatte ich im Schafstall und da kommt er auch wieder rein. Hey, warte mal, war hier letztes Mal auch schon so eine fette Kante? Oha. Oder haben wir die weggebügelt aus Versehen? Naja, das geht schon. Der hat in der Tor zu ihm gemacht. Entschuldigung. So. Wir brauchen ein neues. So, und weiter ja auf gar keinen Fall draus lerne, machen wir einfach wieder zu. So, Schafe bleiben da, wo sie sind. Wir fahren aber beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder gegen, aber der Anhänger kommt erstmal hier vorne hin. So. Den würde ich dann gerne an Wasserfass ranfahren hier. Hoppala.
Oh ja, wir lassen es mal laufen. Dann fahren wir hier mal die Presse beiseite. Und dann haben wir erfolgreich gearbeitet. Das war ein sehr, sehr intensiver April. Aber es ist sehr viel gleichzeitig über die Bühne gegangen und hat auch gerade durch die ganze Helfergeschichte relativ gut geklappt, muss ich sagen. Also bis auf die Seemaschinengeschichte, was denn da so ein bisschen komisch wurde, aber der Rest war okay. So, die brauchen wir theoretisch erst wieder, wenn wir in die Grasernte gehen. Vorher herrscht hier wenig Bedarf. Ja. Dann füllen wir hier nochmal ein bisschen Wasser ein bei den Schafen. Siehste, ist voll. Perfekt. Dann würde ich vielleicht doch mit der Walze da über der Wiese fahren. Ich habe mir gerade überlegt, haben wir für den Fiat überhaupt ein Frontgewicht? Haben wir hier generell überhaupt ein Frontgewicht? Wir haben ja kein Frontgewicht, ne? Dann würde ich mir mal ganz frecherweise einfach mal schnell ins Liefern lassen. Was haltet ihr dann davon? Muss ja kein großes sein. Im Angebot ist nämlich auch leider nichts. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn im Angebot? Das hier ist okay, oder? So, das liegt natürlich verkehrt rum, war ja klar. Und dann würde ich den Fiat nehmen und dann können wir damit nämlich die Walzen über die Wiese schleppen und dann wären wir da bereit. Bis zum nächsten Grasschnitt. Oh doch, das ist ordentlich. Gut. Okay, hätte auch ein bisschen kleiner sein können, aber jetzt hat er das da halt dran. Alles klar. Na denn, ab nach der Walze dran ran. So. Ich war damals nie der Fiat-Fan, aber jetzt hier gerade für die Zwecke, was wir hier so traktortechnisch brauchen, dafür ist der eigentlich perfekt. Ne, der hat hier die richtige Leistung, ist ein Retro-Traktor, also eigentlich genau das, was wir hier brauchen. Hätte ich anfangs nicht gedacht, dass mir das so gefällt mit dem Kollegen hier, aber ich bin sehr positiv überrascht und begeistert, deswegen ist schon okay, dass wir ihn haben. So, und wir walzen ihm hier erstmal Vorwände fertig. Da kann er machen, was er will. Ganz in Ruhe. Na? So, nämlich. Genau. Ah, weiter, weiter, weiter. Okay, so, dann immer rüber bis zum anderen Ende. Und ich muss sagen, das klappt Gott sei Dank erstaunlich gut mit den Walzen hier. Also ich hatte das auch schon öfter mal probiert auf anderen Maps. Und das war qualitechnisch manchmal echt ein Problem. Gerade vor allem hier mit dem Unterstand, mit der Fahrzeughalle hier und den Hügeln und das alles. Also mit den Walzen, das klappt. Vor allem, dass die auch aneinander hängen sind hinten, ne? Spielt gar keine Rolle, interessiert gar nicht, wird einfach gemacht und fertig. Finde ich sehr, sehr gut. So, wir gehen hier in Abschussposition und dann geht's geradeaus Richtung Wald. Ja, den dicken rüber vielleicht noch. So, Helfermarsch. Aber jetzt kann er machen eigentlich, oder? Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Weil ich hätte nämlich hier hinten sehr, sehr gerne eine Rösterei. Die bauen wir heute noch hin. Oder bauen wir gleich zwei? Da bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Wir müssen dann bei beiden aber einen Diesel ranschleppen. Ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir sind hier voll nicht richtig. Außer wir stellen die hier vorne hin. Ich sage euch ganz ehrlich, ich sehe die Rösterei hier. Ja, wollen wir mal gucken, wie groß. Aber so groß war das gar nicht, ne? Produktion? Fabriken, Rösterei. Wo ist er denn? Komm raus. Zeig dich, da war sie. Kaffeerösterei. Oh Gott, die ist voll klein. Da können wir hier 10 Stück bauen von. Weil ich hätte sonst gedacht, wir machen die hier irgendwo hin. Hier würde sie halt gar nicht stören, ne? Oder wollen wir hier 2 machen? Ich meine, der Kaffee-Imperium ist eh schon riesig. Die würde sie hier noch hinpassen. Die ist ja voll kompakt. Ja, weiß ich nicht. Wie sieht es denn hier bodentechnisch aus? Also,
Hier machen wir eh nicht großartig weiter. Theoretisch würde die hier gut hinpassen. So zum Beispiel. Wie gesagt, da werden wir nicht abfahren, sondern wir werden hier auf Direktverkaufen umstellen. Von daher ist nicht schlimm, wenn wir hier jetzt nicht so gut ranfahren kommen. Ja, machen wir das hier vorne so. Dann haben wir hier einen kleinen Zugang. Wie gesagt, das Einzige, was wir hier ranbringen oder ran schaffen müssten, wäre Diesel. Und das ist ja jetzt nur nicht das Problem. Hätte ich gesagt. So, und den Rest machen wir mit Gras. Wieder ein bisschen renaturieren. Und dann haben wir das schon fertig. Dann stellen wir hier noch ein, das auf Direktverkaufen geht. Dann ist das gut. Dann haben nämlich die Wechselhäuser endlich mal ein bisschen Verbrauch. Kann an sich nicht schaden. So. Dann kaschieren wir mal die ganze Geschichte hier, dass wir jetzt auch böse Terraforming betrieben haben. Weil ich kann euch jetzt nicht sagen, ob hier dicke, fette Kanten drin sind oder nicht. Das wird sich rausstellen, wenn wir hier Diesel ranbringen. Was wir vielleicht noch machen müssten. Ne, immer eine Runde Diesel ranfahren hier und dann ist gut. So. Oder können wir hier vielleicht so eine Tankstelle direkt daneben stellen? Container. Ist doch hier noch so ein Ding, oder? Na klar. Können wir die hier hinstellen? Ja, können wir. Dann stellen wir da einen Anhänger drin. So machen wir das. Sieht ein bisschen nackig aus, ne? So mittendrin so. Warte mal. Können wir die nicht ein bisschen schön machen? Bestimmt. Dass es so halbwegs aussieht, ne? Dass sie nicht so voll auf dem freien Land steht hier. Die ein bisschen größer? Ja. Sind die ein bisschen was kleiner? Ja. Vielleicht noch irgendwie Böckchen oder sowas. Ich meine, wir sind hier im Dschungel. Eigentlich ist es vollkommen Latex. Ja, wir können so eine dicken Bäumchen hier hinstellen. Das sehe ich so, ja, dass das schön ist. Das ist jetzt anders, oder? Gleich ein anderes Bild. Sehr schön, als würde die hier schon immer stehen. Gut, gut. Wir machen hier mal voll. So. Brauchen wir noch einen Anhänger. Dafür brauchen wir... Oh, den alten John Deere, den sind wir schon 1000 Jahre nicht mehr gefahren. Guck mal, den hier, meine ich. Den haben wir schon echt lange nicht mehr bewegt. Der hat auch noch nicht so viele Betriebsstunden runter. Staunig eigentlich. Das war damals unsere große technische Neuerrungenschaft gewesen. Na, den hätten wir vielleicht mal öfter benutzen sollen, oder? Egal, jetzt fahren wir damit Diesel. Hat er nochmal einen Einsatz. Ist doch schön. Dann kleckern wir da noch ein bisschen was rein. Sag mal, hat er das Fass gerade Schräglage? Ah, jo. Krass. Ja, Leute, und dann würde ich aber sagen, wenn wir die Wiese soweit alles fertig haben, dann sind wir wirklich komplett durch. Dann würde ich als nächstes vielleicht doch die Bäume da fällen bei der Wiese. Und wenn wir dann neu aufforsten, dann könnten wir in dem Bereich da oben, wo ich überlegt hatte mit der Rösterei. Warte mal. Hier drüben, andere Seite. Hier könnten wir auch noch ein paar Fichten stellen, die wir dann abmähen können mit einem Harvester. Ja, dann können wir hier nochmal ein bisschen aufforsten, theoretisch. Hier drüben, bin ich ganz ehrlich, würde ich vielleicht einfach offen lassen. Ja, dass wir nicht alles strikt bewaldet haben. Der Rest ist schon relativ voll mit Bäumchen. Warte mal. Jetzt kommen wir hier richtig bescheiden ran, ne? Ah, ist nicht gut. Warte mal, wir üben das. Ja, schön rückwärts drehschemeln hier. Wir müssen auch mit dem Fass alle Tanke. Okay, dann müssen wir die... Oh, ich sehe da einen Fehler in der Matrix. Da hat die Walze nicht gewalzt. Was ist denn hier passiert? Oh, da hat er Angst vor dem Baum gehabt. Okay, müssen wir andersrum ranfahren. Und ich habe jetzt schon in allen Tönen und Ebenen hochgelobt, ne?
Ja, na komm, lass mal sein. Fahr mal hier rüber. Dann machen wir das immer schnell, vernünftig. Stimmt, letztes Mal haben wir ihn von der anderen Seite auch starten lassen. Da hat er da keine Angst gehabt. Ja. Okay, ist ja nicht schlimm. Kann ja mal passieren. So ein böser Baum, ne? Ist ja nicht jedem hier heuer. Kann ich nachvollziehen. So. Theoretisch könnte man die ganze Schicht ja noch breiter gestalten, indem man die Walzen, die man vorne dran hat, einfach hinten nochmal dran hängt und dann da außen dran auch nochmal welche. Das Einzige ist, ich glaube, ja, die connecten sich dann in der Mitte. Also hier zwischen, ne? Hier wären dann nochmal die anderen beiden Ankuppelpunkte und da wird es dann ein bisschen kritisch. So, guck mal, als wäre ja nichts gewesen. Schalt mal ihn runter, das ist mir ein bisschen zu dolle hier mit dir. So, und Helfer Marsch. Nee, was ich sagen wollte. Wo sind wir jetzt hin? Hier nicht, nein. Nein, 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 nein. Hier würde ich freilassen und hier würde ich auffrosten. Ich wollte doch aber gerade was anderes machen. Ach so, Produktion wollte ich gucken, genau. Stimmt ja, und dann ist mir das hier in das Auge gefallen, dass er hier rumgeeiert hat. Rösterei. Direkt verkaufen. Diesel ist da, aber nur das aus dem Anhänger. Okay, da müssen wir da nochmal ein bisschen nachfüllen. Soll aber jetzt nicht das Problem sein. Wir starten die Produktion. Und die Gewächshäuser sind alle vier auf Verteilen und voll. Alles klar. Gut, Freunde. Das sollten wir heute gewesen sein. Er macht jetzt hier noch fleißig die Wiese schick. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir da die Fichten wegkloppen. Wenn wir den Wald aufforsten, dann holen wir gleich zwei, drei Baumpaletten mehr. Und stopfen wir da hinten in der Erde oder welche Rinnen und dann kann die ganze Geschichte wieder wachsen. Na, so ist der Plan. Gut, wie sich das mit der Kaffeegeschichte entwickelt, werden wir sehen. Und ja, dann dauert es nicht mehr lange bis zur ersten Ernte. Wenn wir nochmal kurz hier den Kalender befragen. Die Gerste ist bald dran und Raps ist auch bald dran. Naja, das ist doch was. Freunde, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch und rein die Haut.